Okay. Ihr habt's wirklich geschafft. Ihr habt's geschafft, Leute. Geil. Ich habe ein Video gemacht, wo ich Madfoot gespielt habe. Und ich war so dumm und habe gesagt, wenn ihr 8000 Likes schafft, muss ich noch ein zweites Video zu Madfoot machen. Ah, worauf habe ich mich da eingelassen? Ihr habt nicht nur 8000 Likes dagelassen. Ihr habt 165.000 Klicks dagelassen. Und dann noch über 12.000 Likes. Und deswegen heute Part 2. 11-mal Madfoot Packs entscheiden mein Weekend League Team. Oh, beim letzten Mal haben 11 Foot Drafts mein FIFA 22 Team entschieden. Diesmal Madfoot Packs. Ich weiß nicht mal, wie man da Packs öffnet, aber wir werden es gleich herausfinden. Und diesmal sage ich es nicht. Ja, okay, diesmal mache ich es, dass es unmöglich ist. 12.000 Likes, dann mache ich ein drittes Madfoot Video. Schafft ihr eh nicht. Wenn ich mir die Kommentare vom letzten Madfoot-Video angucke, ihr wartet schon sehnsüchtig. Wakes, wir warten auf das Madfoot-Video. Wo bleibt das Madfoot-Video? Wakes, 12.000 Likes. Wir warten. Cool, dass ihr wartet. Ich hatte keinen Bock, aber ich muss es ja irgendwann machen. So, unser Team ist gerade noch leer. Das wird sich jetzt ändern. Und zwar klicke ich jetzt als allererstes erstmal hierauf. Und wieder die Scheiße von letztes Mal. Claim Reward, Coins saved und gut ist. Das ist Madfoot, Freunde. Und ich bin immer noch heiser. Ich bin immer noch krank. Und ich muss trotzdem Videos machen. Scheiße. So, Draft haben wir letztes Mal gemacht. Diesmal geht es um die Packs. Um noch mehr Packs. Das sind die latest Karten. Die klauen einfach mal die Karten aus FIFA. Also es gibt auch Marcelo, Foot Captain, Lacazette, Henderson, Icons und Co. SBCs gibt es auch. Traden kann man anscheinend auch. Und hier sieht man dann meine eigenen Karten. Aber wir gehen heute auf Packs. Lasst mich in Ruhe, ich weiß, meine Stimme ist heute scheiße, ich kriege Voice Cracks. Was ist denn hier los? Habe ich ein Special Pack bekommen? Was passiert? Hey! 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 Hä? Zählt das? Ich will zu den anderen Packs, zu den richtigen Packs. Nein. Das ist so ein Starter-Pack, das zählt nicht. Und falls das zählt, haben wir wenigstens Gelson Martins, dann können wir uns die Special-Karte von ihm holen. Ich glaube, der hat da eine in FIFA. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich will zu meinen Packs! Safe. Wieso habe ich noch ein Special Pack? Okay, scheinbar sind das schon die Packs. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Gelson Martins ist scheinbar unser Kapitän. Da hat er, glaube ich, eine schöne Karte bekommen in FIFA. Wir schauen mal. Gelson Martins. Ich glaube, der hat einen Foot Captains bekommen. Lass mal gucken. Nee, doch nicht. Ah, das war Fantasy Foot, glaube ich. Auch nicht. Fantasy Foot Upgrade war das aber. Ja. Oh, ho, 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 ho. 5 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Ich habe nie was gesagt. Ich nehme ihn mit Liebe mit. Wir nehmen ihn mit Liebe mit. Und damit haben wir unseren ersten Spieler gekauft. Gelson Martins Foot Fantasy Upgrade. Schmeckt unnormal. 5 Sterne Skiller Nummer 1 ist am Start. Ey, Madfoot, wenn du so weitermachst mit ein paar mehr 5 Sterne Skiller, würde ich nicht nein zu sagen. Schmeckt sehr gut. Saftig, knaftig. Das gibt so eine gewisse Würze. So ein bisschen Chili obendrauf. Checkt ihr das mal, so leicht scharf. Lecker. Naja, ich gucke mal, was jetzt passiert. Special Pack. Hä? Ey, ich habe jetzt gerade ein Special Pack freigeschaltet, weil ich mir eine scheiß Werbung reingezogen habe. Madfoot Special Pack. Was passiert jetzt? Oh mein Gott! Was passiert da? Junge, hier geht's ja richtig ab. Ich dachte, Animationen in FIFA 22 sind geil. Was ist denn hier in Madfoot los? Silas, Wamangituka haben wir gezogen. Was passiert, wenn ich jetzt da draufklicke? Wir haben eine Special Card gezogen. Aber ich hatte schon rechten Flügelspieler, und zwar Gelson. Was soll ich jetzt mit Silas? Egal, das ist das Format. Da müssen wir Silas halt auf Rechtsverteidiger spielen. Oder wir nehmen jemand anderen aus dem Pack. Ich glaube, wir nehmen Ukele mit. Franzose, Rechtsverteidiger, Special Card hat er auch noch in FIFA. Damit kann man nie was falsch machen. Wir entscheiden uns für Ukele. Freunde, ich sag euch ehrlich, ne? Macht keinen Scheiß. Haut hier nicht 12.000 Likes raus. Ich habe keinen Bock auf ein drittes Madfoot-Video. Was soll ich noch machen? Ich habe da schon Footcraft gespielt. Jetzt machen wir hier Packs auf. Was gibt's denn da noch alles? Wovon weiß ich noch nicht? Ukele ist auf jeden Fall drin. Der könnte reinpassen, wenn wir hier einen League of Franzosen bekommen oder so. Das wäre top of the top. Ich gucke mal, ob ich noch so ein paar Special Cards habe, Packs habe. Die waren geil irgendwie. Hier steht oben, dass ich noch 26 Packs habe, glaube ich. Was passiert, wenn ich hier drauf klicke? 2 hours remaining. 450.000. Ich will das öffnen. Wieso kann ich das nicht öffnen? Das will ich öffnen. Ich klicke einfach mal hier drauf. Was passiert jetzt hier? Ich skippe das Pack. Odriozola will keiner sehen. Was ist das denn?
Ich will reden, jetzt habe ich 34 Packs, oder was? Ich check das hier gerade alles nicht. Ich mache erstmal hier meine 34 Packs auf, die zählen nicht. Das sind so Free Packs, die man irgendwie bekommen hat. Ich will die richtigen Packs haben. Keine Ahnung, vielleicht sind hier die richtigen Packs. Hier ist ja irgendwie Packs, hier stehen auch nochmal Packs. Ah, hier sind die richtigen Packs. Oh mein Gott, Bro, wie viel Pack-Auswahl. Okay, scheiß auf Silber-Packs, scheiß auf Gold-Packs. Wie viele Münzen habe ich? Ich habe 450.000 Münzen, das heißt, ich kann mir doch sogar ein Pack für 150.000 Münzen kaufen. Special 83 bis 86er Pick. 5 garantierte Special Cards, 83 bis 86. Die sind ja schlecht. Super Pick. Gold Rating 86 bis 91. Auch geil. Keine Ahnung, woher man so scheiß Münzen hier bekommt, aber ich öffne jetzt einfach mal für 150.000 Münzen so ein Pack. Oh mein Gott. Muss ich mir jetzt für einen entscheiden? Ja, choose Player. Wir haben Cristiano Ronaldo gezogen. Wir haben einen roten Full-Champion-Spieler haben wir auch gezogen. Und De Jong. Ey, Cristiano Ronaldo passt doch sehr gut zu Gelson Martins. Varane wäre aber auch geil. Nee. Wenn man schon Cristiano Ronaldo zieht, dann nimmt man den auch mit. Wir haben Cristiano Ronaldo gezogen, Leute. Wie cool. Chose Player? Habe ich den jetzt wirklich? Ah, aber der hat 150.000 gekostet. War das jetzt gut oder scheiße? An die Madfoot Pros unter euch. War das gut oder war das... Ey, hier gibt es sogar Packs für 350.000. Wieso habe ich nicht das aufgemacht? Einfach Cristiano Ronaldo gezogen. Wir holen uns auch den Inform. Wir gehen ein bisschen nach oben mit dem Upgrade. Der 91er ist scheiße, der 92er ist schon besser. Bro, an der Stelle muss ich auch noch einmal mein Beileid an Cristiano Ronaldo aussprechen. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, was mit seinem Sohn passiert ist. Aber, ja, sehr, sehr tragisch. Mein Beileid hat Cristiano. Deswegen hat er auch gegen Liverpool nicht gespielt, weil am Tag zuvor das Ganze geschehen ist oder passiert ist. Aber heute wird er bei mir wieder spielen. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ist dabei. Und wir machen weiter mit dem nächsten Pack. Okay, komm, wir arbeiten uns mal nach oben. Wir ziehen die kleinen Packs, dann die größeren. Man kann sich sogar ein Team of the Week Pack kaufen. Aber wir fangen mal an mit dem 15k Pack. Mal gucken, wie die 15k Packs in Madfoot sind. Zeig mal. Center. Oh, Rüdiger. Hey. Rüdiger kommt rein. Der passt gut. Vielleicht machen wir links und Sturm so Mitte Premier League und dann so die linken. Ja, doch. Premier League, Bundesliga, League All, so ein Mix machen wir. Das wird was. Was ist noch hinter Rüdiger? Mal gucken. Ah, nö, wir nehmen Rüdiger mit. Safe Call. Was los, Rüdiger? Hörst du mich nicht oder was? Du kommst jetzt zu mir in mein Verein, in Brand Stanley. Wechsel, ablösefrei, von Chelsea zu Brent Stanley. Ja, hört sich geil an, ne? Hört sich geil an, Rüdiger. Das kann hier echt ein gutes Team mit relativ viel Chemie werden, wenn ich das gerade so sehe, ne? Weiter geht's. So, dann machen wir mal ein 20k Pack auf. 9 Rare Goldspieler sind da drin. Cool. Was für Goldspieler sind da drin? Zeig mal her. Messi. Oh. Nee, das ist nicht das, was ich will. Konsa. Konsa hat, glaube ich, auch eine Special Card bekommen. Dann entscheiden wir uns diesmal für Konsa. Ja, okay. Ist jetzt nicht die geilste Karte, aber war auch so ein Luschen-Pack, ne? Wir arbeiten uns ja nach oben und gleich kommen dann wieder die geilen Packs. Konsa ist dabei. Rüdiger nach rechts. Konsa rein. Nächstes Pack. Diesmal wieder was Gutes. Ich brauche jetzt was fürs Mittelfeld, was ein bisschen Chemie gibt. Einen Franzosen. Okay. Wir sind bei einem 50k Pack angekommen. Ich habe aber nur noch 265.000 Münzen. Ein 50k Pack muss jetzt ja eigentlich schon stabil sein, oder nicht? 50k Pack. Nochmal Ronaldo. Nein. 50.000 Münzen für André Silva? Maestro Kimpembe. Maestro Kimpembe ist am Start. Der ist am Start. Aber auch ein Chilwell. Was mache ich jetzt? Ja, wir haben ja schon Innenverteidiger. Ich muss jetzt Chilwell mitnehmen. Hat der eine geile FIFA-Karte? Lass kurz gucken. Chilwell hat leider auch nur eine Informkarte. Das heißt, ja, er ist jetzt dabei. Er hat einen grünen Link. Immerhin sorgt er für ein bisschen Chemie. Aber die guten Packs kommen jetzt gleich noch. Ich glaube, da werden dann noch ein paar Coins reingebuttert in das Team hier. Und ich glaube, ich gehe auch noch pleite, was meine FIFA-Coins angehen. Weil ich kann mir vorstellen, dass hier noch der ein oder andere richtig geile Spieler vorbeikommt. Okay, wir skippen jetzt das Gold-Super-Pack. Wir skippen das Team of the Week-Pack. Wir gehen direkt zu einem Special-Pack, das 150.000 Münzen kostet und wo ein garantierter Special-Card-Spieler drin ist. 150.000 Münzen für ein Pack? Ich will's öffnen. Nein, ich habe jetzt nicht 150k für Raheem. Ich habe gerade so doll auf den Tisch gehauen, dass mein Mikrofon eben ausgegangen ist. Aber egal, wir haben wenigstens Jorginho Totti am Start. Das ist wichtig und richtig. Also, Jorginho Gold wird geupgradet zu Jorginho Totti. Das lassen wir uns nicht nehmen. Safe nicht. Und das ist schon sehr geil, dass wir unseren ersten Totti dabei haben.
Nein, als Stürmerkarte gekauft. Oh Mann, egal. Den können wir umformen. Oder wir spielen ihn einfach im Strom und dann in-game auf der 6 oder 8 oder so. Die Zunge ist draußen, ne? Super Karte hast du, Jorginho. 97er Rating, schmeckt auch übel. Der kommt erstmal dick hier in die Mitte. Grüner Link zu Rüdiger, orangener Link zu Ronaldo, hätte noch einen grünen Link zu Chilwell. Das schmeckt. 1, 2, 3, 4 Karten fehlen mir noch, aber ich habe nicht mehr viele Coins in Madfoot. Ey, wir kriegen ein 100%iges Pack, wenn man irgendeine Werbung sich anguckt. Ich guck mir die kurz an. Okay, ich habe jetzt irgendein Pack bekommen. Ich weiß nicht, was das für ein Pack ist. Lass es einfach mal aufmachen. Hey, das sieht gut aus. Walkout. Nein, Eike. Italien. ZDM. Ja. Gattuso. Gattuso Icon. 89er Gattuso. Junge, wie geil. Unsere erste Icon. Der linkt auch grün zu Jorginho. Perfekt, da geht's doch gar nicht. Was war noch? Was war das für ein Pack? Alexander Arnold POTM. Van Nistelrooy Icon. Bellingham in Form. Bro, was? Hä? Mies geiles Pack. Ja, okay, Gattuso wird geholt. Ich sag ehrlich, das Team nimmt gute Form an. Sehr, sehr gute Form nimmt das Team an. Gefällt mir sehr. Ich hoffe aber, wir kriegen noch einen Torhüter. Mal gucken. Ich bin krass gespannt. Ich frage mich immer noch, wie ich wieder Coins bekomme. Ich habe nur 65.000 Coins. Boah, das will ich eines Tages mal öffnen. 500.000 Madfoot Coins. Garantiert 89 plus. Special Card. Boah, das will ich eines Tages nochmal öffnen. Ich mach mal noch eins von diesen 15k Packs auf. Die waren eigentlich geil das letzte Mal, wo ich die geöffnet habe. Deutschland, ZM, BVB, Emre Can. Passt gerade null ins Team, obwohl, ja, man könnte ihn auf der Seite von Mukiele zocken und dann mit Gattuso linken. Aber dann wäre Geld's nicht cool. Vielleicht ist hier noch ein Torhüter drin oder was anderes. Aitor kommt nicht auf Chemie. Bruma. Ja, okay, dann wird es Emre Can werden. Scheiße. Nein, ich habe den gekauft und ich hatte den schon im Verein. Hä, wieso habe ich den schon im Verein? Ich habe den untrade. Wieso hat mir das keiner gesagt? Unnötig EA-Tags. Egal, scheiß drauf. So, Emre Can. Schrei nicht so. Du passt hier gut ins Team. Wir kriegen das schon hin. So. Und dann, nee, es gibt Minus-Chemie, so gibt Plus-Chemie sogar. Mann, ey. Scheiße, Mann, jetzt muss ich eins von diesen Müllpacks hier öffnen, weil ich nicht mehr so viele Coins habe. Ich würde so gern Coins haben, dass ich dieses 500k-Pack öffnen kann. Buffon. Wir haben Buffon gezogen. Der passt null ins Team. 0,0. Immerhin habe ich einen Torwart, aber der passt gar nicht ins Team. Wie soll ich damit gleich mein FIFA-Game gewinnen? Mann. Langsam kriege ich selbst Bock auf den dritten Part, wo ich so richtig viele Coins habe. Wenn mir das jemand erklären kann, wie ich die überhaupt bekomme. Das wäre geil dann. So richtig baba viele Coins. Und dann, ja, nochmal die 500k-Packs öffnen. Letztes Pack, das machen wir mit Coins auf. So, wir haben 35.000 Münzen. Was kriegt man dafür? 35.000 Münzen. Hier, so ein 20k-Pack. Das öffnen. Let's go. Letztes Pack. Das entscheidet jetzt einiges. Luzano könnte ich links Flügel zocken auf Off-Cam. Oder Lucas Moura. Boah. Hey, Saint-Maximin on the wing. Perfekt, da geht's doch gar nicht. Saint-Maximin on the wing. So haben wir das Pack genommen. Das 20k-Pack war nochmal super. Ey, wisst ihr, was ich gerade gemerkt habe? Wollt ihr mal wissen, was ich gerade gemerkt habe? Saint-Maximin ist eigentlich Stürmer auf seiner Special Card. Das heißt, wir müssen uns mit dem Goldenen durchdribbeln. Hä? Und den hatte ich auch schon. Geil Madfoot, bringt Spaß. Das ist unser Team, was Madfoot uns gebaut hat. Buffon ohne Chemie, aber sonst passt das eigentlich. Wir haben 90 Chemie, geht sogar klar. Ich würde sagen, wir gucken mal, was das Team so kann. Und ja, hier kann ich glaube ich noch was rausholen. Geil, nee, doch nicht. Wenigstens haben wir 2 5-Sterne-Skiller im Sturm. Was ist das für ein Team? Bro, was habe ich für ein Team als Gegner? Der macht sogar ernst. Der spielt. Ich dachte, der macht jetzt Eigentor und gibt mir einen Sieg in der hier. Aber nein, der nimmt es komplett ernst. Ich glaube, er hat vergessen, sein Team zu wechseln. Er hatte locker rote Karte und hat vergessen, Team zu wechseln. So ein Ding ist das nämlich. Der kann doch niemals gegen mein Team gewinnen. Unmöglich. Unmöglich kann er gegen mein Team gewinnen. Eben war es das 1-0 und das ist das 2-0. Wollen wir uns freuen? Nein. Oh, Chance, große Chance für den Gegner. Und da sind wir durch. Da sind wir leider durch. Wohin? Wohin, Gegner? Wohin? Guck mal, Scorpion Kick. Ja. Er macht den rüber! Ui, Memo.
Der Gegner kriecht aber auch nur komisch rum, ne? Ja, ich glaube, wir können festhalten. Oh. Rote Karte. Ja, mein Gegner hat das Spiel verlassen. Irgendwie, weil er zu wenig Spieler hat. Er hat noch eine rote Karte bekommen. Wir haben 2-0 gewonnen. Hm. Ich hätte das Ganze gerne in der Weekend League gemacht. Das Turnier beginnt aber erst in einem Tag und 14 Stunden. Wenn ich das Ganze nochmal in der Weekend League wiederholen soll, wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. War ein cooles Video. Und sag mal, wie ich Coins in dieser App bekomme, damit ich dann nächstes Mal dicke Packs öffnen kann. Wir sehen uns. Haut rein. Peace.